Moin liebe Bastelfreunde, in diesem Video möchte ich ein Windlicht machen. So, was wir hier jetzt machen ist, ich werde aus diesem Stück Holz ein Untergestell machen, diese Steini-Flasche auftrennen mit einem Glasschneider. Und das Holz dazu drechseln, einen Teelichteinsatz reinbringen. Und dann mal schauen, wie es so wirkt. Thank you.
Ja, ich finde, es ist ganz gut geworden. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, das wird nämlich heiß. Aber man kann es gut draufstellen. Und es wird nicht auswehen. Ich bin zufrieden, davon mache ich noch ein paar.